Heute bei Robert Knows. Was passiert eigentlich mit Müll, den wir wegwerfen? Wohin bringt der Müllwagen den Müll? Und wie wird aus Müll wieder Neues? Das alles heute bei Robert Knows. Kleiner Bruder, was gibt es denn da draußen so Interessantes? Hast du dich schon mal gefragt, wohin eigentlich der ganze Müll wandert? Gute Frage. Eigentlich nicht. Aber irgendwohin müssen die ihn ja bringen. Lass uns Robert fragen. Robert? Hier drüben. Robert, was passiert eigentlich mit dem ganzen Müll, den wir wegwerfen? Da kommt ihr genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich helfe Mrs. Parker gerade beim Sortieren unseres Hausmülls. Wollt ihr helfen? Na sicher. Wie ihr schon wisst, ist es sehr wichtig, dass wir Müll trennen. Früher, als Müll noch nicht getrennt wurde, hat man den Müll zu einer Deponie gefahren. Das muss ja einen schönen Gestank verbreitet haben. Und war überhaupt nicht gut für die Umwelt. Die Verschmutzungen waren sehr belastend für die Luft und das Wasser. Deshalb wurden andere Lösungen gesucht. Und? Hat man die denn auch gefunden? Genau, so ist die Mülltrennung entstanden. Jede Tonne wird von einem anderen Müllwagen abgeholt. Das ist auch wichtig, denn Glasflaschen und Papier können zum Beispiel komplett recycelt werden. Das heißt, jedes Stück Papier und Glas, das ich richtig entsorge, kann wieder ein neues Papier oder Glas werden? Genau. Diese Stoffe werden gesammelt und zu einer Aufbereitungsanlage gebracht. Hier werden die Papierreste von ganz Plymouth City gesammelt und zusammengemengt. Das ergibt einen richtigen Brei. Dieser Brei wird dann gereinigt und kann wieder zu neuem Papier verarbeitet werden. Wow! Und mit Glas lässt sich das genauso einfach anstellen? Nicht nur mit Glas. Auch viele Verpackungen können recycelt und wiederverwendet werden. Aber was ist dann mit der Biotonne? Ich hoffe, die machen da kein neues Essen draus. Nicht direkt. Die Biotonne wird zu einer Kompostierungsanlage gefahren. Hier kann aus Bioabfällen neue Erde gewonnen werden. Die dann wieder reichlich Nährstoffe für Pflanzen bereithält. Wow, so geht wirklich gar nichts verloren. Aber was passiert mit dem Müll, der nicht recycelt werden kann? Der Müll, der nicht recycelt werden kann, wird verbrannt. Oh, das sieht aber nicht gesund aus. Das ist es auch nicht. Zwar kann hierdurch Energie gewonnen werden, aber die entstehenden Gase schaden auch der Umwelt. Dann müssen wir es schaffen, dass wir so wenig Müll wie möglich zur Verbrennung schicken. Genau. Es werden außerdem immer wieder neue Methoden entwickelt, um noch weniger Müll zu produzieren. Dann werde ich später eine Erfinderin und werde mir eine Methode erfinden, dass wir überhaupt keinen Müll mehr verbrennen müssen. Aber zuerst sortieren wir unseren Hausmüll. Für die Naturschwester. Sehr vorbildlich, ihr beiden. Und ich helfe mit. Dann bis nächste Woche, Freunde.